Hallo und herzlich willkommen zurück zu Modestus Play Indie Horror Games. Heute heißt es Early Access Monstrum. Ich muss sagen, ich weiß, was mich erwartet. Ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren werde, wenn ich es selber spiele. Ich spiele das Early Access, ja, die Early Access Version mit zwei Monstern und es wird nicht schön. Das kann ich euch schon verraten. Ja, ich das ja sowieso gut finde. Oh, das ist so genial. Ich hätte nie gedacht, dass ich das Spiel mal selber spiele. Das war so gut. Ich finde, das ist einfach das eines der besten Horrorspiele, abgesehen von Outlast. Auch hier fangen wir mit dem Spiel an, dass er noch ein bisschen laden muss und wie uns ich mich vor allem wieder eingewöhnen muss. Ja, meine Kollegen und Freunde. Es ist Monstrum. Ich würde euch gerne die Vollversion bringen, doch das würde ich sicherlich. Das dritte Monster, der totale Horror ist. Ein komisches Vieh-Alien, das an Outlast erinnert. Ihr erinnert euch vielleicht an eine kleine Rückblende, wenn ihr Outlast gesehen habt, dieses Ding, dieser Geist, der vor allem gesteuert wurde, ach, keine Ahnung. Outlast, das wäre vielleicht auch eine Option, aber das würde ich mir sicher nicht spielen, weil ich es mir nicht traue. Aber kommen wir zu einem anderen Thema, was ich zwischendurch mal anschneiden wollte. Es ist ja im Mai, fang an. Oh, okay. Wieso kann ich da nicht durch? Und ich habe vergessen, wie gruselig das Spiel ist. Erstmal alles Lebenswichtige einsammeln. Und dann lesen wir ein bisschen. Aber erstmal ein bisschen Licht anschalten. Oh, das funktioniert sogar. Super. Oh! Leute, diese Geräusche sind einfach der Hammer. Okay, lesen wir. Ich denke, irgendwas geht hier komplett falsch. Ich habe ein anderes Paar schon nicht mehr seit Stunden gesehen. Sie sind runtergegangen, um den Antrieb zu beobachten. Doch niemand kam jemals zurück. Irgendwo dort unten ist ein Feuer. Ich kann es riechen, wie es brennt. Ich will keine Geräusche machen. Oder die Tür zuschlagen. Ich habe Fred schreien hören und dann war alles ruhig. Ich wachte diesen Morgen auf und war allein. Ich gehe jetzt zum Rettungsboot und verlasse dieses Schiff. Ich weiß, dass du krank bist, aber ich muss von diesem Schiff runter. Wenn du in der nächsten Stunde kommst, warte ich auf dich, Alice. Ich glaube mal, dass der Typ nicht mehr auf uns wartet. Ich muss mal kurz die Controls ändern. Nein! Was machst du? Hör das auf. Controls. Da. Ich bin nämlich gerade so schlau gewesen und hab mein Sprint-Dingsbums. Und hab mein Sprint-Dingsbums auf die Aufnahmetaste gemacht. Und das ist nicht gut. Wenn ich nachher weglaufen muss. Okay. Gehen wir's an, Baby! Oh, es ist so laut, Leute. Und ich höre schon die Geräusche. Ja, was ich mit euch noch bereden wollte, es ist übelst warm, die Tage. Es ist ja Abkühlung, also 40 Grad ist auf jeden Fall viel zu warm. Also bei mir, da ging nichts. Es war so erschöpfend. Man konnte nichts machen, außer baden gehen. Man konnte nicht mal... Ich konnte nicht mal arbeiten, so warm war das. Aber... Ganz ehrlich, man hat ja auch in den Nachrichten gehört, seit dem Sommer 2003 niemals so warm gewesen. Ja. Was ist das? Eine Glasflasche. Oh nein, damit machen wir Geräusche und Geräusche. Oh mein Gott, ich hab schon den Kabel schon. Oh mein Gott, und ich hab was gehört. Ich hab was gehört. Nicht gut. Wir sind sowas von tot. Ich sollte weniger so rennen. Das mache ich doch bestimmt auch unser Part eigentlich. Ja, wo muss ich lang? Boah, die Musik ist sowas von nicht gut. Was? 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 Was zum... Was denn? Nicht dein Ernst!
Boah, ist das... Ich bin durch das Gas gestorben. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Das richtige Monstrum ist gar nicht erst gekommen. Aber anscheinend ist das Gas das Monstrum. Leute, probieren wir es noch einmal. Das kann es doch nicht gewesen sein. Oh, ich war so gut schon. Ich hatte schon den Bolzenschneider. Ich hatte schon... Man konnte nicht mal schlafen, es war so warm, man wachte andauernd auf, es war unaushaltbar, Leute. Bin ich froh, dass es jetzt kühler ist. Boah, das war echt zu hart. Aber kommen wir mal zum anderen Thema. Also, zum Beispiel auch Griechenland. Griechenland in Europa sind jetzt pleite. Und wenn die pleite sind, haben die ja kein Cash mehr. Was verständlich ist, die haben alles ausgegeben. Teures Gyros! Nein, Spaß beiseite, sind ja in einer ernsten Situation und die haben ja unsere Hilfe, soweit ich es weiß, kann ich auch sein, dass ich falsch liege, unsere Hilfe abgelehnt. Aber es ist auch nicht mein Ding, ganz ehrlich, ich finde, das ist ganz schön blöd von denen, wenn die unsere... Oh, und ich bin oben. Wo war ich? Oh, ich muss auf die Kamera so passen. Wenn die unsere Hilfe ablehnen. Wir wollen denen ja nur helfen und die wollten ja wir von uns erst Reparaturzahlung für den Zweiten Weltkrieg. Ihr denkt, die kranker Scheiß. Aber naja, oh, das Geräusch. Jedenfalls, ihr könnt mir ja mal eure Meinung schreiben, was ihr so über Griechenlands Abstimmung wählt. Wählt, ich bin schon ganz, ich bin ja schon eine Sache, wie ihr durcheinander denkt, meinte ich. Ob es richtig war, also, sie haben ja gewählt, es war für sie die richtige Entscheidung. Ich hätte es vielleicht anders gemacht, aber jeder macht es wahrscheinlich anders. Und ich habe irgendwo eine Kamera. Was definitely nicht gut ist. Leute, die Tür hat's irgendwie entschärft und ich weiß, was das heißt. Das heißt... Mr. Oh, die Geräusche. Mr. Slimy McSlimy ist hier an Bord. Und das ist nicht gut. Dieses Vieh ist noch schlimmer als dieses rote Fettklops-Monster. Oh mein Gott. Wo bin ich? Toilette! Oh! Die Taste, die ich nicht einsammeln kann, was ist das? Boah, eklig. Slimy Alien war auf Klo. Ich geh mal nach ganz oben. Kann ja nicht schlimmer werden, oder? Boah. Oh, ich bin hier oben. Brücke. Dann nehme ich jetzt... Oh! Kamera! Oh, das ist nicht gut. Okay, ich gehe doch auf die Brücke. Hey, ich will auf die Brücke. Jo, Leute, habe ich das gerade gehört? Mach die Tür zu, mach die Tür zu! Boah. Ich höre schon Aliens. Jo, Alter, ich dachte gerade, das da ist eine Kamera. Das Ding da. Aber es ist nicht. Boah, Leute. Boah, die Geräusche müssen aufhören. Naja, oh, wir sind... Ja, stimmt, wir sind ja mit auf dem Meer. Komm, spring einfach, dann sind wir weg von dem Ding. Geht das? Probier ich mal. Ach, scheiße. Hier kann ich mal Selbstmord begehen, was ist das denn? Oh, da hinten. Das wäre, glaube ich, ganz nice, wenn wir da stecken. Oh, Alter, hör mir diesen lauten Geräusch auf. Hier geht die Post ab, Baby. Das finde ich ein nützliches Zeug. Jo, schaut euch das an, die Pumpe pumpt. Sie hüpft vor Vorfreude. Hi, Ma, wie geht's dir? Mir geht's gut. Warum hüpft ihr so? Ich bin schon so gespannt, dass wir mich pumpen. Also ich möchte pumpen. Deswegen pumpe ich so rum. Achso. Ich möchte pumpen! Also, sammel mich ein, dann können wir pumpen! Okay, mach ich. Was sollen wir auch pumpen? Ah ja, das Life Raft. Wo ist es? Ist doch hier. Ach ja, da ist es schon. Ach, Glowsticks, willkommen. Jederzeit. Yo. Ich weiß, dass ihr das auch gehört habt.
bitte lass es nicht Slimy sein, dann bin ich raus. Ah. Lass mich doch. Ziehen wir mal das Life Raft drauf. Prost! Ich hol mir mal einen neuen Kaffee aus der Kantine. Der soll richtig gut schmecken, habe ich gehört. Und dann sehen wir hier noch mein Pennemilieu, mein neues Häuschen am Strand mit schönem Meerblick. Was will man mehr? Panorama, Luxusline. Ich sitze in meinem Strandkorb mit meiner Tasse Kaffee und einem heißen Drink. Die Sonne scheint mitten auf dem Ozean. Und die Angestellten leuchten einen gerne den Weg. Ja, das ist sehr freundlich von dem. Aber genug gesessen. Wir wollen ein bisschen Party machen. Zumindest habe ich gehört, dass wir das wollen. Können wir mal ein bisschen Kram bewegen. Krani. Volle Power, Baby! Alter, ich höre Geräusche. Das ist nicht gut. Sowas fand ich gut. Jetzt sollten wir uns erstmal verstecken. Es war nämlich so laut und wenn das die Monster nicht aufgeweckt hat oder so, dann weiß ich auch nicht. Dann können wir glaube ich alles machen. Vielleicht sind die auch gar nicht mehr da. Vielleicht ist das Spiel schon gelaufen und alle Monster sind abgehauen. Das wäre auch ganz freundlich. Was wäre das denn für ein Horrorspiel, wenn hier kein Monster wäre? Oder? Ja. Oh mein Gott! Was? Nein! Das ist... Oh mein Gott, das ist so slimy. Das war... Oh du Depp! Was habe ich gedrückt? Oh, wir sind so tot. Wir sind fucking tot. Wie die Griechen, kein Geld mehr. Oh... Ah, die Geräusche müssen aufhören. Also wenn es jetzt hier vorbei ist, Slime, bin ich... Yo! Pumpe, lass mich nicht alleine. Es ist hier. Ich höre es andauernd. Ich kann ja aber nicht die ganze Zeit in der Kiste sitzen bleiben. Leute, nein, ich kann das nicht. Es ist hier irgendwo. Es läuft hier rum. Ich kann nicht. Leute, ich kann nicht. Ich will nicht raus. Oh bitte, kann ich nicht jetzt einfach hier aufhören? Ich will nicht mehr. Ich habe Gänsehaut pur. Ich bin zwar noch nicht geschockt, aber ich weiß, dass es mich schocken wird, wenn ich hier rausgehe. Oh, ich bleib hier drin. Nee, ich gehe nicht raus. Sorry Leute. Ich kann nicht. Wir sind fucking dead, nur eins. Oh. Ich will nicht mehr. Ich will nicht. Was ist so gut? Es ist hier! Es ist hier irgendwo. Wo ist die Tür? Alter, es slimt hier rum. Ich kann hier nicht lang. Ja. Wir gehen wieder in die Kiste. Tut mir leid, Leute. Ich kann nicht. Bleibt das ganze Spiel hier. Aber das gibt uns ein bisschen Zeit zu labern, oder nicht? Nein, Leute. Ich kann das nicht. Es kriecht hier rum! Oh nein. Leute, nein, ich kann das nicht. Ich kann das einfach nicht. Okay. Es ist nur ein Spiel. Es ist nur ein... Modestus, du kannst das. Du gehst da jetzt raus, läufst durch das fucking Schiff, holst, was du brauchst,
machst dein Life Raft fertig und haust es aus diesem Spiel ab. Das ist nur ein Spiel. Das kann ich nicht killen. Das kann ich nicht killen. Du bist Modestus, Baby. Oh. Leute, ich bin raus. Security. Security ist gut. Tür zu. Was? Nein. Jetzt mach die Tür zu. Schnell. Okay. Wir sind gut. Hier die Fuse Box. Los Fuse. Zeig deine wahre Kraft, Baby. Und machen wir mal Licht und Strom an. Ja, die Sicherheitskameras funktionieren. Das ist auch meine stille Hoffnung, dass ich vielleicht sehen kann, wo die Monster sind. Hier ist alles safe. Oh, Radio, Baby! Und eine Flasche. Und noch eine Flasche. Und ein Radio? Ach, scheiße. Prost auf mich! Oh fuck! Hören wir ein bisschen smooth. Einsam auf dem Schiff fest. Niemand kommt, bin ganz allein hier auf meinem Luxusliner. Keiner hört mich schreien, wenn das Monster kommt. Oh yeah, yeah, yeah. Wenn das Monster kommt, keiner hört dich schreien. When this monster kommt, when it's... Oh ja, that's move, baby! We're stabbing on the ship, baby! And the song that grew kinda hurt dick. When it's kommt, the leise killer schleicht, sitzt an Wänden, killt dich ganz allein. Es move dich an, faucht dich auch an und killt dich mit seinem alienartigen Gebiss. Oh ja, das ist das Move des Monstrumschiffes, Baby. Boah, das war ein mega geiler Hit. Ja, die Maffe. Das wird mein neuer YouTube Nummer 1 Hit, Baby. Monstrum des Thema-Song, Alter. Es wundert mich, dass es nicht kommt. Ich hab so laut Musik gehört. Ich hab gedacht, es fuckt mich jetzt ab, wenn ich das sehe. Oh, ein Glück nicht. Gehen wir mal wieder Party machen. Was ist das? Wow, shit! Oh mein Gott! Wenn das Monstrum kommt. Auf jeden! Das hat an der Schiffswand ge... Boah, alter Leute. Und ich dachte, das Monster ist verbuggt oder kommt nicht. Nee, das hat die ganze Zeit gecampt an einer Stelle und gewartet, bis ich die Scheißtür öffne und mit meinem Singen fertig bin. Immer hat meinen Auftrag, meinen Auftritt zu Ende singen lassen. Dafür danke ich es, aber trotzdem, boah. Scheiß Monstrum. Man, das Monstrum kommt, Baby. Und es hat mich abgefuckt. Naja, klar.
Ich hätte mit dem schlimmeren Jumpscare soweit noch akzeptabel. Wenn es euch gefallen hat, Leute, gebt mir Rückblick. Sagt's mir einfach, wenn es euch gefallen hat, oder schlagt mal selber was vor. Keine Ahnung, was ihr sehen wollt. Wenn ich euch mal irgendwas bieten kann. Ich weiß, ich war noch nicht der aktivste Player, der in die Monster reingerannt ist, aber das ist auch nicht meine Art. Je nachdem, ich bin weg. Danke fürs Zuschauen. Peace, baby.